Hi Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Shakes and Fidget mit dem Randy Sachsenfeld zusammen. Hallo. Ja, schön, dass ihr mit reingechickelbingelt habt, denn wir werden heute wieder mal eine Runde Shakes and Fidget spielen. Da kam jetzt lange nichts oder länger nichts. Und ihr seht, wir sind hier gerade in der Übersicht zur Charaktererstellung. Was heißt das Ganze? Ja, wir wechseln den Server. Es gab ein paar Unstimmigkeiten auf der Welt 37, wo wir waren. Ihr wisst selber, ein paar von euch, die in der Gilde mit waren und ein Hin und Her und so weiter. Und die Gilde hat sich aufgelöst, dann hat sich wieder eine andere Gilde aufgelöst und bla bla bla. Fakt ist eins, es geht weiter. Wir wollen nochmal bei Null anfangen und wollen uns wieder hochkämpfen. Und wir werden dies auf Welt 11 tun. Wir werden jetzt versuchen, so schnell wie möglich nach der Charaktererstellung erstmal... Charakter gespeichert werden. Ja. Oh, lol. Warte mal, Charakter speichern hier, hast du das auch? Ich bin schon normal drin. Achso, okay, warte, muss ich das mal kurz hier machen. Erzähl du mal weiter. Ja, wie gesagt, Welt 11, die ist jetzt auch erst frische Lischi entstanden. Und ist okay, eine rein deutsche Welt, sondern wie ihr ja gerade hier bei mir beispielsweise schon sieht, international. Und dadurch, dass die Welt erst relativ neu ist, sind natürlich auch die Chancen, relativ schnell aufzusteigen, mit ein bisschen Skill, den wir ja haben, mit dabei. Ja, und unser Ziel ist es jetzt wohl, dementsprechend hier wieder eine Gilde zu gründen, ne, wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Genau, und also schnell wie möglich. Aber was wir ganz kurz nochmal sagen können, und zwar, was hast du diesmal genommen? Ich bin diesmal Priester, hätte ich mal gesagt. Ich bin diesmal Kundschafter, weil Tino da letztes Mal scheinbar so gut darin war. Und Tino ist... Ich bin diesmal auf Mage. Also wir haben... Lol, bin ich auf Mage gegangen? Moment. Ja, bin ich. Okay. Jetzt habe ich schon gedacht, ich bin auch wieder Kundi. Nein, wir waren, glaube ich, knapp Level 280 oder 290 auf der Welt 37. Ich weiß es nicht genau. Fakt ist auf jeden Fall, hier auf Welt 11 werden wir wieder eine eigene Gilde aufmachen. Diese Gilde wird dann definitiv zu 100% bleiben. Es wird keine Fusion geben. Und wir werden die Gildenleitung definitiv nicht aus der Hand geben. Also wir werden definitiv an der Gildenleitung bleiben. Und so wird das dann auch von Anfang bis Ende durchgezogen. Das ist mal Fakt. So. Und ja, wenn ihr Bock habt, könnt ihr ja auf jeden Fall schon mal auf den Server 11 kommen. Man muss sich nicht neu anmelden oder sonstiges. Man muss sich einfach nur einen neuen Char machen. Man behält den alten Char. Also es geht ja nichts verloren. Man kann einfach auf Welt 11 ein bisschen spielen oder weiterspielen. Und keine Ahnung, wenn man auf Welt 37, so wie wir jetzt, einen ziemlich High-Level-Char hatte, dann behält man den einfach und fertig ist. So, und das ist eben das Coole an der Sache. Und ja, so sieht's erstmal aus. Genau. Die Gilde werden wir... Wollen wir die gleich noch gründen? Ja, stimmt, wir haben gar nicht so viel Gold dafür, oder? Nein, 10 Gold brauchen wir dafür. Wir haben aber aktuell leider nur ein Gold. Also das heißt, wir müssen sowieso erstmal ein bisschen hochleveln. Wir sind aktuell Stufe 1. Ja. Ich glaube, wir müssen sowieso Stufe 10 werden oder so. Aber, Ach so, dafür können wir ja gar nicht anschreien. Aber genau. Das geht easy. Aber es kommt sowieso, sobald wir die Gilde gegründet haben, kommt das nächste Video, Info-Video. Und dann könnt ihr uns zuspammen. Und könnt quasi direkt in die Gilde kommen und alles ist cool. Nice, ich hab gleich mal einen Pilz gefunden. In ja, meiner ersten Taverne. Das ist wieder ein Lock, Junge. Ja, das war nicht schlecht. War nicht so schlecht. Am Anfang geht's ja auch noch schnell voran. Ja, 30 Sekunden-Dinger hier. 75 müssen wir erreichen, um Pets und das Nest zu bekommen. Ich glaube, Stufe 66 oder so waren. Stiegel? Oder die Hexe? Ne, die Hexe. Die Hexe, genau. Die Spiegel kam ja dann auch noch ab 50 oder so. Ach, ich bin mir gar nicht so sicher. Wir müssen einfach mal schauen. Also wir werden definitiv wieder alles schön hier vom Allerfeinsten. Wie viele Spiele haben wir denn überhaupt? Oh, knapp 30.000. Irgendwas bei knapp 30.000 Spieler. Und lol, es wird sogar die Landesflagge jetzt angezeigt. Das finde ich ja nice. So. Was haben wir denn für eine Gilde? Oh, guck mal, es gibt gerade mal, die Gilden sind alle noch nicht voll ausgebaut. Die Gilde auf Platz 1 hat 32 Mitglieder. Das heißt, der Server ist ja auch relativ neu, das muss man ja auch dazu sagen. Und Server 11, das heißt, hier haben wir richtig... Stufe 28. Wow. Also hier haben wir richtig krass gute Chancen, was zu reißen. Also da können wir echt machen. Denke ich. Das wird richtig gut. Und ich hoffe einfach... dass ihr mit uns auf den Server 11 kommt. Wie gesagt, ihr verliert euren alten Char nicht.
Es kostet nichts extra oder sonst was. Shakes and Fidget generell kostenlos, kennt ihr ja alle. Und wir wollen hier wieder richtig aktiv werden. Ich weiß nicht, wie lange haben wir jetzt ein Päuschen gemacht? Wie lange haben wir uns jetzt ein bisschen ausgeruht? War das schon 2 Monate? Ich weiß es nicht. Nee, oder? Ich kann es dir echt nicht sagen, um ehrlich zu sein. Es war, ich weiß auch nicht mehr, wie lange es war. Ich weiß auch nicht mehr, wie lange es war. Ich dachte eigentlich, mir kam es vor wie 1 Monat oder so. Vielleicht sogar ein bisschen länger, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, genug Zeit verdrödelt. Aber es ist halt, wenn es halt leider auf einem Server dann einfach nicht mehr so läuft, das ist halt echt blöd. Das ist halt wirklich dann doof und das ist halt das Problem. So, ich bin schon Stufe 2 und hab schon eine Waffe, du Bob. Eine bessere Waffe. Oh ne, lol, ich habe keine bessere Waffe. Warte mal, ich muss mir hier mal, da ich ja ein Noob bin, muss ich hier Gegenstände vergleichen, habe ich doch an. Wenig Animationen, nee, Gilde, Blau statt Grün auch nicht, Sequenzen überspringen. Das passt alles, passt alles, passt alles. Ach, ist ja alles entspannt hier. Ach ja, die Pets. Achso, Pets kommen mit 75, okay. Ich mache mir keine Gedanken, warum die Pets machen. So, wir müssen ja diesmal Int, Ausdauer und Glück skillen. Stärke und Geschick ist bei uns eher nebensächlich. Da müssen wir mal schauen. Da müssen wir mal schauen. Schaden durchschnittlich 9, durchschnittlich 9. 7 bis 10, 8 bis 11. Ja, ja, okay. Ist, Das ist auch dreckig, sagst du. Ja. Aber es ist echt. Ich bin auch gespannt. Aber wann kam eigentlich die Festung? Level 10, ne? Nee, warte mal. Festung kam noch später. Baukosten. Mindestens Stufe 25 war das. Und das erste Dungeon? Ne, das ging doch über die Schlüssel. Ja, aber wann hat man die ersten Schlüssel gefunden? Ach, da gab's auch ein Level Cap. Okay. Ich wusste nur, dass man die im Dings halt findet. Ja, ja. Oh, ich bin schon von Platz knapp 29.000 auf 25.000. Ja, ja. Das geht geil. Hier relativ fix. Ja, aber ist halt cool mit einem neuen Server, ne? Also, das ist halt. Das macht halt echt Laune. Weil wir auch relativ schnell hochwaschen werden. Ich muss nicht hier auf Geschick gehen, ne? Geschick, Ausdauer und Glück, genau. Ja, 3 Attribute, die schaffen wir alle. 3 Abenteuer habe ich schon gemacht, krieg ich schon mal plus 1. Yeah. Ich weiß gar nicht, wie viel habe ich eigentlich noch hier. Wie habe ich noch zur Verfügung? Ich weiß gar nicht. Oh, das ist das hier. Okay. Na, 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 na. Genau, wenn wir den Spiegel fertig hatten. Dann konnte man ja quasi gleichzeitig in der Taverne arbeiten, gleichzeitig kämpfen, beziehungsweise irgendwas anderes machen und so weiter. Das war das Coole. Da hat man quasi das Spiegelbild von sich erschaffen. Das war echt ganz nice. Wir kriegen ja irgendwann auch noch dieses, das muss man sich auch kaufen, dieses Erfahrungsbuch da. Ach so, warte mal, wir müssen, warte mal. Da fällt mir gerade ein, wir brauchen ja im Stall, müssen wir auch gleich mal schauen. Der war 25 Pilze. Laufzeit 14 Tage, 14 Tage. Der 30er kannst du. Also Dauer minus 50. Ein 30er können wir nur nehmen. Ein 30er, ja. Naja, da warten wir mal lieber noch einen Tag. So, ich müsste jetzt schon Level 3 sein, theoretisch. Oder? Oh nein. 9 XP fehlen mir. So, da haben wir noch eine Mütze, die können wir aufsetzen. Dann haben wir noch eine Kordel, die können wir anlegen. Und da geht das hier schon voran. Das läuft. Und ich bin schon 34, besser als 34% das Spiel auf dem Server. Alter, das geht ja echt ekelhaft schnell. Das ist ja der Obershit, ey. Was machst du durchschnittlich für Schaden? Momentan mache ich einen durchschnittlichen Schaden von 15. Oh, guck, da bin ich schon bei 28. Und deine Lebensenergie? Da bist du die höher. Liegt bei 304. Oh lol, 132, ey. Naja, also Mage knallt halt Schaden raus wie Sau, hat aber halt kaum Leben. Ja, du musst das halt wirklich auf Intelligenz gehen, ja. Auf Glück und halt auf Lebensenergie. Das ist halt entscheidend. Gehst du viel auf Lebensenergie, lässt ein bisschen weniger Schaden weg. Gehst du voll auf Schaden, aber Mage, kaum Leben. Ich denke, Mage ist schwierig. Aber Mage ist halt so richtig der krasse Dude, ne? Du kannst übrigens noch am Rad drehen, wenn du willst. Achso. Habe ich ein Gold bekommen. Oh, 2 Holz. Super. Ja, ein Gold ist aber gut. Gold ist gut, ja. So, 560 Erfahrungen. Das war gut.
Dann machen wir doch direkt das. So, sind wir schon mal Level 3. Das ist natürlich auch nice. Ach, ich muss aufpassen, ja. Warum? Alte Gewohnheit mit den, ja, alte Gewohnheit mit dem Shop durchklicken. Also ist jetzt gerade noch nicht so gut. Spar deine Kohle, ey, wir müssen hier die Gilde gründen. Wir brauchen 10 Gold. Aber ihr seht, wir werden es wahrscheinlich in ein, zwei Tagen werden wir es wahrscheinlich hinbekommen haben. Es wird ja, ja, auf jeden Fall easy. Ja, Leute, in diesem Sinne, wir werden hier noch ein bisschen in der Taverne weitermachen und werden hier noch ein paar Reisen durchkloppen, dass wir hier vorankommen und wir sehen uns hoffentlich auf Welt 11 international. Macht euch einen neuen Char, kommt zu uns dann mit in die Gilde. Wir sagen auf jeden Fall rechtzeitig Bescheid, wenn die Gilde offen ist und wenn ihr rein könnt. Und wir würden uns riesig freuen. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst das Däumchen da, wenn euch das Projekt weiterhin gefällt und auf dem neuen Server. Und ja, wir sind erstmal raus. Schaut bei Randy vorbei, ist in der Videobeschreibung. Bis dahin, tschüss!